Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, immer noch Version 1.9 Unigräben. Die 2.0 müsste schon lange raus sein, aber ihr wisst es, die Folgen hier sind alle vorproduziert, im Augenblick noch, und da ist noch keine Version 2.0 da. Wenn ihr die Folge seht, wird die schon lange da sein, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme. Und daher müsst ihr damit jetzt vorlieb nehmen, leider. Es tut mir leid, aber ist auch, glaube ich, nicht weiter schlimm. Ja, nach den Ferien, wenn ich wieder da bin, dann ist die 2.0 veröffentlicht. Und also schon lange. Und dann spiele ich natürlich auch auf der 2.0. Ja, wir fangen eine neue Session an. Und daher muss ich erstmal natürlich alle Fahrzeuge wieder in Gang bringen. Die natürlich jetzt hier irgendwo stehen geblieben sind. Verständlicherweise. Ich steppe mich da mal eben durch. Ich weiß selber gerade gar nicht mehr, wo die immer standen. Da kann man gleich mal Autoload aktivieren hinten. Gleich kommen wir zu denen. Seht ihr? So, der hat jetzt hier erstmal ein bisschen Dünger weggeholt. Und bringt den jetzt zur Saatgutproduktion. Wir sind ja auch fast durch mit unserer Aussaat. Also ist nicht mehr viel. 3-4 Felder noch. Und dann sind wir durch. Und dann können wir uns endlich wieder um Produktionen kümmern. Wenn das hier jetzt ein bisschen ruckelig sein soll, dann liegt das daran, dass ich den Shader Cache geleert habe, weil das letzte, was ich gemacht habe, war ein Livestream von der Hopfach. Also ich. Ich Dummbatz. Nicht ihr natürlich. Hauptsache, die Saatgutproduktion hier läuft vernünftig. Alles andere ist Schnullibulli. Jawohl. Sehr schön. Nein, nicht rückwärts, vorwärts. Du honk, ich honk. Wir honk. Er sie es honkt. Wie auch immer. Komm, wir stellen den hier rüber. Ist doch auch schon eigentlich ein schöner Startfuhrpark. Hier kann man alles mitmachen, um hier diesen Hof zu betreiben. Mit diesen beiden Traktoren, dem Drescher, da vorne dann dem Big M. Da hat man auch schon Möglichkeiten. Also unser Düngerüberladewagen. Haben wir uns ja extra neu geholt. Jo, der raucht da auch noch. Der hat leider einen sehr begrenzten Kamerawinkel.
Nein, rückwärts solltest du doch. Na, links will ich brauchen. So. Das heißt, wir sind hier auf Feld 9 am Säen. Feld 8 wird auch angesät, das ist gleich fertig. Dann haben wir noch Feld 7, da drüben seht ihr. Da ist Feld 8. Naja, gleich fertig, vielleicht nicht. Dann haben wir noch Feld 7 und Grasfeld 7. Und Feld 6 müsste eigentlich gerade laufen, die Produktion. So. Gucken wir vorsichtshalber hier. Fährt er? Ja, er fährt. Wunderbar. Das heißt, Feld 6 ist gleich fertig. Feld 9 noch nicht ganz. Das heißt, wir haben im Endeffekt noch zwei Felder komplett. Und die anderen sind so in der Mache. Holzindustrie. Da werden wir mal einsteigen. Wir wollen hier mal Hackschnitzel wegbringen. Ich weiß gar nicht, was wir mit so vielen Hackschnitzeln wollen, ey. So, machen wir voll. Machen wir voll und wir fahren jetzt dahin, holen da noch die letzten Hackschnitzelchen ab. Wir viele Hackschnitzel, ey, das ist echt nicht feierlich. Aber wir produzieren natürlich auch viel. Das ist natürlich klar, dass man dann auch viele Hackschnitzel hat, ne? Und jetzt setzen wir das Fass hier ab, also den Container. Wir fahren jetzt mal eben geschwind zurück zum Shop und holen uns die Plattform, die wir gekauft haben. Dann können wir nämlich hier im Wald auch schon mal ein paar Bretter, ein paar Holzstammpaletten abholen. So, und so viel Hafer, wie wir jetzt mit der nächsten Ernte hier ernten werden,
Dafür können wir unser Lebtag hier nicht mehr verbrauchen auf der Karte. Ich habe leider Feld 26 auch mit Hafer komplett angepflanzt, angesät. Aber naja, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Wahrscheinlich alles am Pferdehof verkaufen oder so. Mal schnell hier zum Händlein. Kaum kommen wir Richtung Hof, stockt das hier. Jawohl, da müssten eigentlich auch die Dingens damit erschlagen sein. Die Holzstämme. Und damit fahren wir jetzt ganz schnell wieder zurück. In den Wald. Boah, das ruckelt, es ist unglaublich. Hier quer durch, kürzester Weg. Naja, der ist ja auch einigermaßen schnell. Wenn ich jetzt hier irgendwie mit 30 km/h rumkriechen würde, dann würde mich das schon ein bisschen nerven, aber so ist das ja eigentlich hier nichts Wildes. Was für eine Schneise hier im Wald. Unglaublich. Was für eine Mücke hier gerade durch meine Wohnung fliegt. Haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Holzvorrat bei dem Sägewerk hier vorne. Ist eigentlich bei euch? Habt ihr alles 19 schon bestellt? Collectors Edition, normale Edition oder wie macht ihr das? Ich war ja auch am Überlegen, ob ich mir nicht die Collectors Edition hole. Aber... nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Liegt bei mir dann eh nur rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann irgendwann so dermaßen an Wert gewinnt, dass ich sage, oh, die verkaufe ich mir, die verkaufe ich jetzt und davon kaufe ich mir eine Yacht oder so. Sondern die, bei mir wird die nur rumliegen, nicht benutzt werden und wäre dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Würde keinen Sinn machen. Ist jetzt nicht besonders viel, was er mir hier anbietet, aber hey. Es ist, wie es ist, ne?
ist dann auch mal wieder eine von diesen Bretterpaletten, müssen wir auch mal wieder zur Bienenstockproduktion bringen. So, Autoload an. Ja. Sieht doch gut aus. Damit haben wir auch einmal überall durchgeschaltet. Ja, der funktioniert nicht, der Kurs, ja, vielleicht funktioniert der heute. Man weiß es ja nicht. Habe ich den abgespeichert? Ne, den habe ich gar nicht abgespeichert. Ich kriege den Kurs nicht eingefahren. Voll ätzend. Ich probiere es jetzt nochmal. Wobei, nee, ich probiere es jetzt nicht mehr. Ich probiere es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar, Like, ein Abo. Ja, oder kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. In diesem Sinne sei erstmal ciao, schaltet zur nächsten Folge wieder ein.